Guten Tag, hier ist der Fragen vom Foodblog hamburg.de. In letzter Zeit haben wir ja ganz viele Dalgona-Cafés gemacht und ich glaube 14 Tage lang habe ich jeden Tag einen Dalgona-Kaffee getrunken. Und da habe ich mir so Gedanken gemacht darüber, wie gesund ist das eigentlich für mich, wenn ich mir jeden Tag hier irgendwie die Mega-Mengen an Zucker reintun, nämlich gar nicht gut. So, also muss irgendwas geändert werden an dem Rezept. Das haben wir getan. Wir haben uns einen Zuckerersatz organisiert. Erythrit heißt das. Und das nehmen wir jetzt. So, da ihr am meisten den Dalgona-Kaffee mit diesen dunklen Keksen guckt, den Oreos, habe ich gesagt, okay, ich mache den jetzt nochmal und zeige euch dann in diesem Videodreh, wie wir das mit dem Erythrit machen und das fertige Produkt. Deshalb werde ich jetzt erstmal schnell meine Ananas hier aufschneiden und die klein machen, schön hier reintun und dann die Oreos dazu. Und wenn ich soweit bin, dann melde ich mich gleich wieder. So, Oreo-Keks. Ananas und ein bisschen Milch. Eis reingetan und schön aufgefüllt. Das sieht doch schon mal gut aus. Sehr schön. Und dann nicht mal gleichmäßig. Mist. Das ist ja nicht fair. Na gut, lässt sich nicht ändern. So, der Job macht uns jetzt unsere Dalgona-Creme und dann schauen wir jetzt mal zu. So, ich habe noch einen Oreo-Kick im Mund. Jetzt muss der Duck reden, weil ich kann nicht mehr. So, wir brauchen 2 Löffel Instant-Kaffee. Die tust du da in dieses kleine Glas hinein? Genau. Okay, und jetzt tust du da Wasser drauf. Genau. So, wir brauchen ungefähr 3 Löffel heißes Wasser. Ja, du machst dir natürlich immer den Trick, dass du dir eben schnell die Senseo-Maschine nimmst und das damit machst. Das ist natürlich eine coole Nummer. So, gut auflösen. So, wir nehmen uns jetzt das Erythrin. Ja, wir brauchen 3 Löffel Erythrin. Und dann schmeiße ich das jetzt Kaffee. Jetzt gießt du den Kaffee, der aufgelöst ist, in 2 Esslöffel Wasser da hinein. Genau. Genau. Und jetzt wird das alles schön aufgelöst und dann mit der Maschine geschlagen. Der Druck schlägt das jetzt auf der höchsten Stufe mit der Maschine, bis es fest geschlagen ist. Genau. So, der Jock hat uns jetzt ja die Creme gemacht und ich tue die jetzt hier einfach mal oben vorsichtig drauf, ohne groß Schweinkram zu machen. Ihr könnt sehen, die wird genauso fest, wie wenn man sie mit Zucker macht. Und ich finde auch, dass sie fast genauso gut schmeckt. Also sie schmeckt auch gut. Nur halt, ist es halt ein bisschen anders. Aber es ist kein Beigeschmack oder so, dass man jetzt sagen kann, jetzt ist aber ein widerlicher Beigeschmack oder so. Es ist gar nicht. Es genauso so gut wie mit normaler Zucker. Ja, nur halt keine Kalorien. Genau. Reicht ja schon durch den Oreo-Keks. Guck mal, wir haben viel zu viel Creme gemacht. Die kriege ich hier gar nicht alles oben drauf. So. Ach, nichts. Besser viel als weniger. Genau, so, damit sind unsere beiden Dalgona-Kaffees heute fertig. Jetzt muss da gleich noch ein Strohhalm rein, aber das kennt ihr ja schon. Das sind unsere Ananas-Oreo-Dalgonas ohne weißen Zucker von uns. Nur der Zucker, der im Oreo-Keks drin ist und der Fruchtzucker aus Ananas. Und das schmeckt auch absolut klasse. Haben wir schon mehrfach ausprobiert. Ja, sollte euch dieser kleine
Denkanstoß gefallen haben oder das Rezept. Ich werde unten wieder in die Description Box eine Einkaufsliste reinschreiben mit den ganzen Angaben. Macht es nach. Habt ihr irgendwelche Anregungen, schreibt sie unten einfach in die Kommentare rein. Und solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, abonniert uns. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Das geht, glaube ich, diesmal auch sehr, sehr schnell, weil das geht hier gleich weiter beim Dreh. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und Frank vom footblog-hamburg.de. Ciao, ciao.